ereignete. Auf einer Pressekonferenz des Shinra-Energiekonzerns. Wir sind bestimmt ihr nächstes. Wir sind Repräsentanten der Stadt in Vermutung, dass der Einsturz von der. Hey, du musst Cloud sein. Sam hat mir schon so viel von dir erzählt. Wenn uns jemand helfen kann, dann du. Als ehemaliger Soldat hast du sicher genug zu tun. Aber solltest du doch etwas Zeit haben, könntest du uns vielleicht helfen, unsere entlaufenen Chocobos zu finden? Der Sturz der Platte hat sie so verschreckt, dass sie einfach davongelaufen sind. Die armen Tiere müssen jetzt sicher irgendwo Angst und Hunger leiden. Oh, sie tun mir so leid. Wir hatten die Augen offen. Keine Sorge, eure Chocobos finden wir schon. Vielen Dank. Bitte gebt ihnen das hier zu fressen, wenn ihr sie findet. Mir fehlen insgesamt 3 Tiere. Sie heißen Coco, Rollo und Momo. Wenn sie ihr Gemüse bekommen, sollten sie sich beruhigen und von alleine nach Hause finden. Danke! Willst du wirklich nochmal zu Corneo? Ein Versuch ist es wert. Wieso nochmal? Wart ihr etwa schon mal bei dem Kerl? Kein Kommentar. Hä? Cloud? Ich will nicht drüber reden. Was verschafft mir die Ehre? Ich muss dringend einen Weg auf die Platte finden. Shinra hat die Sicherheitsvorkehrungen scharf angeschraubt. Da kommt keine Maus mehr durch. Und auf dem Wallmarkt sieht's nicht besser aus. Corneos Männer sollen dort Jagd auf Avalanche-Mitglieder machen. Hm? Der Mann mit der eisernen Hand. Hm, was ist damit? Corneos Schergen suchen nach jemandem von Avalanche, dem statt einer Hand ein Maschinengewehr aus dem rechten Arm wächst. Shinra soll auf diese Person ein ganz schönes Kopfgeld ausgesetzt haben. So ein Taschengeld klingt verlockend, oder? Verdammt nochmal, haben die denn nichts Besseres zu tun? Ein Mann, der auf diese Beschreibung passt, soll übrigens auch in Sektor 5 gesichtet worden sein. Und soll da wohl in einem gewissen Blumengärtchen ein- und ausgehen. So, so. Moment! Oh nein! Das klingt gar nicht gut. Nichts wie weg. Dich scheint es zur Gefahr zu ziehen wie die Motte ins Licht. Was war denn vorhin an Corneos Villa los? Hast du eine Ahnung? Ich kann nicht glauben, dass wir sonst. Sieh nur die Menge da drüben. Glaubst du, das sind Überlebende aus Sektor 7? Hey, tausend Dank, dass ihr euch um unsere Ausreißer kümmert. Aus einer Seitenstraße von Sektor 5 soll ein verzweifeltes Quäh gedrungen sein. An der eingestürzten Schnellstraße wurde wohl ein Chocobo gesehen. An der Kirche will jemand eine gelbe Feder gefunden haben. Mehr habe ich leider nicht für euch. Ich hoffe trotzdem, dass euch das bei der Suche hilft. Thank you.
Ich muss was tun. Oh, Tifa! Betty, ein Glück, dir geht es gut. Ja, wo ist denn Marlene? Ist sie okay? Klar, der geht es blendend. Da bin ich aber beruhigt. Sagt mal, könnt ihr mir helfen? Ich bin auf der Suche nach Schallplatten für die Jukebox. Mit ein bisschen Musik könnten wir den Leuten wieder Mut machen. Was für eine tolle Idee, Betty. Alles klar. Wenn wir Platten finden, bringen wir sie dir. Und dann drehst du ordentlich auf, okay? Wirklich? Vielen Dank. Schön suchen. Ich bin am Ende. Was soll ich denn jetzt machen? Das Gebäude soll von Shinra gestürmt worden sein. Die haben bestimmt alle dort verhaftet. Was wollten diese Shinra-Gardisten eigentlich hier? Hallo, Cloud. Schön, dich wohl aufzusehen. Lass uns neue Materia finden, um diese Situation zu überwinden. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe einen Kampfbericht für eine neue Beschwörermateria erstellt. Besiege die Esper, um die Materia zu vervollständigen. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Jetzt! Lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Ja!
halt uns auf. Zumindest dich nicht. Cloud, herzlichen Glückwunsch. Hiermit wäre verifiziert, dass das Universum durchaus Humor hat. Dein lustiger Partner Chocomoppel und du. Mit vereinten Kräften werdet ihr Shinra schon überrollen. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Shinras Wachleute haben das. Ihr habt richtig gehört. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Nicht wahr, oder? Niemand hier. Ihr seid es? Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenne einen. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Lassen wir ihn reden. Hä? Was ist das für ein Loch? Hab da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie ihr auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Da muss ich hin. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken? Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Okay. Helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Seid ihr soweit? Gut. Dann runter. Was ist das für ein Loch? Eine Falltür für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Naja, zumindest war das bislang so.
Und du sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht? Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Dann durchlöcher ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine Munition besser gut ein. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Wir gehen zum großen Kanal an der Grenze zu Sektor 7. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand. Weiter geht's. Komm schon! Genug! Alles geht! Volle Kraft! Ja! Okay. Zu sehen.
klar. Bis hier und noch weiter. Sieg, Sieg! Barret, mein Trommelfell. Markierung von Avalanche. Hier muss Jesse mit Biggs den Generalschlüssel versteckt haben. Und wir konnten den beiden gar nicht für die Hilfe danken. Tifa. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern. Aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. Untergrund. Hier lang. In der Nähe ist ein privater Stadt von Don Corneo. Hier war aber vorher noch nicht auf. Ihr geht vor und sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anjan mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Los, kleine Fische. Leichter Fang. Alles geht. Ich bin bereit. Ja! Das war's dann. Volle Kraft! Keine Chance! Der Feind ist geschwächt! Genug! Sind ein gutes Team, Barret. Du bringst mich in Verlegenheit. Warte. Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Ja. Jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Er ist drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Tut mir leid. Aber ich brauche euch noch ein bisschen. Verdammt! Halt! Hinterher! Aber... Er hat den Schlüssel. Ohne ihn sitzen wir fest. Los. Es ist da vorne abgebogen. Sich das
Hier haben sich diese Biester ihr Nest gebaut. Sie könnten jederzeit irgendwo rausspringen. Seid vorsichtig. Bis wir am Ziel sind. Alles geben! Das kann ich gut! Stromschlag! Alles geht! Schon gewonnen! Das war's dann! Zeit machen, bis wir am Ziel sind. Bereit für die Schlacht? Das war's dann. Volle Kraft! Von beiden Seiten.
Okay. Lasst es nicht entwischen. Ganz das Herrchen. Gib das zurück. Gib her. Schicker Schlüssel. Sorry. Das gehört nicht wirklich dir, oder? Schwester, Mutter? Familie habe ich nicht. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Die Blume steht für... Du musst mich vergessen. Für immer. Ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut und verschwand aus meinem Leben. Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Ich will Rache. Ich warte schon zu lange. Wenn ich keinen Schlussstrich ziehe, werde ich nie loslassen können. Wenn's dir hilft. Solange wir nach oben kommen, ist's egal. Keine Sorge. Ich stehe zu meinem Wort. Du gefällst mir. Kommt hier lang. Eine Abkürzung.